drückt bei österreichischer Freisetzung mit einem Kolosseum unglaublich, wie das hier aussieht. Machen wir vielleicht gleich mal einen kurzen Rundschwenk. Wer es vielleicht nicht weiß, das gehört zu einem der neuen 7 Weltwunder, die es gibt. Dieser unglaublich gigantische Arkadenbau. Das hat damals der Kaiser Vespasian, der Nachfolger vom grausamen Nero, bauen lassen und wollte mit dem Brot und Spielen sich beim Volk beliebt machen und hat dann eben diese 100-tägigen Festspiele zur Einweihung gleich organisieren lassen. Es sind teilweise bis zu 5000 Gladiatoren gleichzeitig gegeneinander angetreten, hat sogar Seeschlachten gegeben, weil die Mauern unten bis zu 7 Meter dick sind. Heute ist es ein Denkmal gegen die Todesstrafe und immer wenn halt irgendwann eine Todesstrafe nicht vollzogen wird oder ein Land sich gegen die Todesstrafe entscheidet, wird das Kolosseum in grün beleuchtet. Man sieht eben, wie unglaublich groß das da ist. Unten ist halt ja der Pöbel gesessen, oben sind halt die Adeligen gesessen und die Reichen und der Kaiser natürlich. Man sieht da unten eben auch, wie tief es dann auch noch runtergegangen ist, wo die Gladiatoren sich umziehen konnten und so weiter und so fort. Also wirklich, wirklich sehr imposant das Ganze. Haben auch ein schönes Wetter erwischt. Ich glaube, vielleicht melden wir uns später nochmal so ein Kolosseum 3-2-1. Bussi.